richtete sich das Haar, er schnitt Grimassen und packte am Ende zu. Die Verwirrung war groß, offenbar auch die über Helmut Bergers Auftritt. Nicht, dass er sich absichtlich seine Opfer ausgesucht hätte, der 68-Jährige nahm nur am Gespräch teil. Besonders gern, als Jasmin Wagner aus ihrer Zeit als Popstar erzählte. Lady Gaga ist ein Popstar. Warum sind Sie heute so einfach angezogen? Es war wohl halb liebevoll, halb spöttisch gemeint. Jasmin Wagner allerdings fand es, nachdem sie eine Nacht drüber geschlafen hatte, offenbar immer noch nicht komisch. Er hat sich einfach selbst demontiert und diskreditiert. Und auf die Art und Weise, wie er da eben sich hinsetzte und die Helmut Berger Show an den Start brachte. Helmut Berger gab noch nie viel drauf, was andere denken. In den 60er und 70er Jahren war er einer der größten Stars seiner Generation, spielte mit Romy Schneider und mit Senta Berger. Die Vogue kürte ihn zum schönsten Mann der Welt. Sein Lebensstil schon immer extravagant. Er ging offen mit seiner Bisexualität um, berühmt seine Affäre mit Rolling Stones-Sänger Mick Jagger. Selbstinszenierung auch wieder, als er gestern in Berlin sein neues Buch vorstellte. Mit unbändiger Freude präsentierte er sich und gab Autogramme. Und legte gerne nochmal gegen Blümchen nach. Ich liebe das Blümchen. Na und dann wäre da ja noch der Rest seines angeblich unangemessenen Auftritts bei Markus Lanz. Ich war nicht angemessen. Das sagen Zeitungen. Also lass sie doch. Doch mit seinem Griff in den Schritt des Komikers Jörg Knör hat wohl auch Helmut Berger im Handumdrehen wieder einmal ein bisschen Fernsehgeschichte geschrieben. Allerdings eine zweifelhafte, wie der Komiker findet. Ich fand es überraschend, dass er mir in den Schritt gefasst hat, aber es war nicht peinlich für mich. Helmut Berger dagegen fand seine Aktion überhaupt nicht peinlich, sondern eher notwendig. Wenn er in den Kopf nichts hat, muss ich wenigstens wissen, was ich in der Hand habe. Die Gäste der nächsten Lanz-Show, so kündigte Helmut Berger an, wird er wohl am besten casten. Eine Wunschkandidatin steht offenbar wohl schon fest. Es scheint eine Seelenverwandte zu sein, Lady Gaga. Er schnitt Grimassen. Er richtete sich das Haar. Er wippte mit den Beinen und seine Aussagen waren, nun, wie soll man sagen, gewöhnungsbedürftig. Ich esse die Hoden von Richard Strauss, werde ich ganz musikalisch. Ja, der Strauss hat Eier. Helmut Berger, ein internationaler Schauspielstar. Er hatte die Hauptrolle in Dorian Gray, spielte an der Seite von Stars wie Senta Berger und Romy Schneider. Und genau dieser Helmut Berger machte gleich zu Beginn der Sendung von Markus Lanz klar, das heute wird ein ungewöhnlicher Abend. Guten Abend. Sie sind gut in Form heute, Herr Berger, oder? Nein, ich sehe mal auf dem Bildschirm, das Dreifache. Es war nicht etwa so, dass sich Berger seine Opfer in der Sendung bösartig aussuchte. Es sprudelte nur einfach aus dem 68-Jährigen heraus. So auch, als er erfuhr, dass Sängerin Jasmin Wagner damals Blümchen hieß. Aber Sie hießen Blümchen? Das war mein Künstlername, ein Spitzname. Da. Jasmin ist mein richtiger Name. Jetzt können Sie die Herleitung ziehen. Jasmin ist ein wunderschöner Name. Ja, das finde ich auch. Ab 21 hieß ich dann auch so. Und die Mutter hat Ihnen Blümchen gewählt. Blümchen? Wie kann man denn Blümchen heißen? Blümchen war ein Künstlername. Er irritiert dich. Herr Berger. Sind Sie noch bei uns? Ein Spaß bis zu dem Moment, in dem der große Berger der kleinen Wagner abspricht, je ein Star gewesen zu sein. Wie viele Lieder haben Sie gesungen? Oh, unzählige. Also viele Alben rausgebracht. Aber Sie haben nicht die Vergangenheit von Madame. Ja, aber ich bin im Westen geboren. Sie hat 30 Millionen CDs verkauft. 30 Millionen. Ja, und? Lady Gaga 150.000. Ja, kann man sie nicht mit beeindrucken. Okay. Aber Lady Gaga ist ein Popstar. Warum sind Sie heute so einfach angezogen? Sie sollen poppig ankommen. Andere Sendung, ähnliche Situation. Berger vor rund 2,5 Jahren zu Gast bei Thomas Gottschalk. Auch damals waren seine Äußerungen gewagt. Sei nicht so frech. Ich bin noch nicht frech. Hast du ein Kissen? Ein Kissen? Wollen wir... Nee, ist der zu hart hier? Nein, ist mir zu weich. Zu weich? Ich bin Hard Rock gewohnt. Ach so, seit 2 Stunden warte ich. Masturbiere. Das ist. Um hier zu sitzen. Ja, hat sich doch gelohnt.
Nee. Zurück zur Talkrunde bei Markus Lanz. Schlagerstar Ute Freudenberg erzählt gerade von ihrer Flucht aus der ehemaligen DDR. Da bringt Helmut Berger einiges durcheinander. Wurden Sie nicht unterstützt von Heineken? Von wem? Von Heineken, hieß nicht so. Ich verstehe ihn ganz schlecht. Von der DDR, vom Präsidenten. Wurden Sie nicht unterstützt worden. Ich habe mein Geld durch Singen verdient. Die Sendung endet im versuchten Kniefall Bergers vom Moderator und dem Versprechen des Schauspielers, wiederzukommen. Nein, hör auf! Beim nächsten Mal komme ich mit der Lady Gaga. Wir dürfen also schon auf ein nächstes Mal gespannt sein. Erst schläft er in der Talkshow von Markus Lanz ein und dann pöbelt er rum und schließlich greift der Jörg Knörr beherzt zwischen die Beine. Viele sagen, der ehemalige Weltstar Helmut Berger hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Wir haben mit dem Schauspieler über sein seltsames Benehmen gesprochen. Marie-Claire Kosig und Marc Sterzenbach. Bizarr, durchgeknallt, einfach verrückt. Viele waren entsetzt, Helmut Berger so zu sehen. Der Mann, der mal als der Schönste der Welt galt und mit Robert De Niro oder Robbie Schneider vor der Kamera stand. Mit 68 Jahren ist er für viele nur noch ein unberechenbarer, verwirrter alter Mann. Die Zeitungskommentare in den letzten beiden Tagen sind entsprechend. In Berlin bei einer Präsentation eines neuen Bildbandes über ihn versteht Berger die ganze Aufregung nicht. In der Zeitung wird ja heute kritisiert, dass es nicht ganz angemessen war, so wie Sie sich aufgeführt haben. Waren Sie einfach, wie Sie leibten und lebten? Ich war nicht angemessen. Das sagen Zeitungen. Also lasse doch. Nur zum Verständnis. Berger hat zum Beispiel Jörg Knörr mal einfach so zwischen die Beine gegriffen. Für ihn eine ganz normale Angelegenheit. Ja, das ist mein üblicher Griff. Wie war denn das Gefühl? Ich möchte schon wissen, was ich in der Hand habe. Wenn ich in den Kopf nichts hatte, muss ich wenigstens wissen, was ich in der Hand habe. Und was hatten Sie in der Hand? Das ist eine Frau-Frage. Ich würde nicht zufrieden sein. Ein bisschen beleidigt hat er schließlich Jasmin Wagner in der Sendung, die früher unter dem Namen Blümchen als Popstar Karriere gemacht hat. Sie hat 30 Millionen CDs verkauft. 30 Millionen. Ja, und? Lady Gaga 150.000. Ja, kann man sie nicht mit beeindrucken. Okay. Ich meine, das ist aber Lady Gaga ist ein Popstar, oder? Ja, das ist wahr. Man spürt, wie unsicher er die ehemalige Sängerin gemacht hat. Und jetzt, nach der Ausstrahlung der Sendung, hat sie nur noch Mitleid für den Ex-Star. Er war nicht wirklich anwesend, er war fahrig, er war eigentlich nur noch so ein Abklatsch seiner selbst. Und das hat mich traurig gemacht. Es ist nicht schön zu sehen, wenn jemand, der eben als stark und schön und talentiert gilt, sich so gehen lässt. Zurück bleibt ein gefallener Weltstar, der irgendwie versucht, seine Geschichten zu verkaufen. Von 450 Euro im Monat lebt Helmut Berger, der Mann, der mal als der Schönste der Welt galt. Ein peinlicher TV-Moment, zum Fremdschämen, vielleicht auch zum Weggucken. Helmut Berger zu Gast bei Markus Lanz ist ganz offensichtlich neben der Spur und schläft erstmal mitten in der Sendung ein. Herr Berger, sind Sie noch bei uns? So macht sich der ehemalige Playboy zunächst nur selber lächerlich, doch dann teilt er auch aus. Jasmin Wagner muss dran glauben und wird von Berger arrogant beleidigt. Sie hat 30 Millionen CDs verkauft. 30 Millionen. Ja, und? Lady Gaga 150.000. Ja, kann man sie nicht mit beeindrucken. Okay. Aber Lady Gaga ist ein Popstar, oder? Ja, so, warum sind Sie heute einfach angezogen? Blümchen, wie kann man denn Blümchen heißen? Blümchen. Moderator Lanz hält sich aus dem Ganzen raus. Als Helmut Berger Jörg Knörr in den Schritt greift, schüttelt Lanz nur resigniert den Kopf. Nicht nur Jasmin Wagner hat sich diesen Abend wohl anders vorgestellt. Am Tag danach kann Jasmin Wagner immer noch nicht glauben, was da passiert ist. Ja, es ist schwer, diesen Auftritt zu beschreiben und einigermaßen freundliche Worte zu finden. Ich glaube, er hat sich einfach selbst demontiert und diskreditiert und auf die Art und Weise, wie er da eben sich hinsetzte und die Helmut Berger Show an den Start brachte.